Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Supermarkt-Haul-Video von mir. Heute geht es darum, dass bald die Schule wieder anfängt, beziehungsweise in Nordrhein-Westfalen hat sie ja schon angefangen. Und ich zeige euch, was ich heute Großes alles eingekauft habe, denn das ist jede Menge. Vor allen Dingen auch Sachen, die sich eignen als Snacks für die Schule, als Snacks für nachmittags, beziehungsweise zwischen Sport und Schule oder nach dem Sport. Aber auch für mich, fürs Büro. Ich zeige euch einfach, welche Neuheiten ich entdeckt habe und was ich so mitgenommen habe. Ich war übrigens bei Lidl, Rewe und DM nicht gesponsert selbst gekauft. So, hier vorne gibt es wie immer erstmal diverses Obst und Gemüse. Was ich euch auch empfehlen kann, sind hier diese Burger Patties. Die haben wir jetzt schon öfter ausprobiert. Die sind auf Basis von Erbsenproteinen und auch so ein bisschen rote Beete ist dabei. Für die Farbe nehme ich mal an. Aber die schmecken der ganzen Familie ganz gut. Stellvertretend für den nass geregneten Sommer habe ich hier die Packung schon leer gemacht. Ich weiß, einige von euch mögen das immer nicht, wenn ich die Tiefkühlsachen so lange fürs Video draußen liegen habe. Aber klar, Eis habe ich natürlich auch mitgekauft. So, dann sind wir hier fertig mit der Obst- und Gemüse-Ecke. Jede Menge Milch. Ich habe es jetzt so gemacht mittlerweile, dass ich überwiegend diese Milch hier konsumiere und ab und zu nehmen wir auch mal die dazu. Ich weiß, die gibt es auch beim Discounter, beim Lidl. Die war aber heute irgendwie ausverkauft. Ja, ein paar Oliven sind bei uns auch mittlerweile immer dabei. Das hier in der Richtung mögen die Kinder ganz gerne so als Abendessen. Genauso diese Piccolinos hier, bin ich jetzt eigentlich nicht so ein großer Fan davon. Aber hat sich herausgestellt, ist ein ganz gutes Notfallessen, falls ich mal wirklich irgendeinen Zwischenfall habe, irgendwas ist und ich muss schnell ein warmes Essen noch auf den Tisch zaubern, dann ist das eine ganz gute Alternative. Und wenn wir schon bei Alternativen sind, ja, hier hinten so eine Erbsensuppe kann man sich natürlich auch mal selber kochen, werde ich vielleicht demnächst auch mal machen. Ich habe sie jetzt aber noch mal aus der Dose gekauft. Dann noch ein paar Konserven dazu. Die hier habe ich tatsächlich mal mit diesem neuen App-Programm von Rewe, oder so neu ist das ja nicht, aber günstiger bekommen über diesen Coupon von Rewe. Bisschen Wurst-Käse, das ist nicht so spannend. Was ich spannend fand, waren hier diese veganen Pancakes von Harry. Harry oder Harry? Ich sag mal Harry. Die werden wir jetzt gleich direkt mal probieren, mal gucken, was die so können. Die gibt es wohl auch noch in Schokolade, das hat mich aber nicht so angesprochen. Ich nehme mal an, es ist wie so eine Art süßes Brötchen. Ich werde euch nachher zeigen, wie wir die fanden. So, dann eine Nussmischung. Da nehme ich immer die Hälfte vom Lidl. Und dann einmal von Seeberger die Nuts and Berries. Das sind so unsere absoluten Top-Favoriten-Nüsse. Mögen übrigens alle in der Familie gerne. Und seitdem wir einen Kontaktgrill haben, habe ich auch mal öfter jetzt hier noch so Bagels am Start. Zu der Müsli-Ecke komme ich gleich. Auch zu der ganzen Riegel-Geschichte, was ich auch noch gefunden habe. Beim Lidl waren hier diese Mini-Fladenbrote. Die haben wir in Normal Classic, aber auch in Olive. Und die haben allen sehr gut geschmeckt. Die haben wir auch im Kontaktgrill so ein bisschen aufgegrillt. Ich werde die jetzt vorbereiten und einfrieren, weil die natürlich vom Format her auch super passen für die Brotdosen der Kinder. Die werde ich also schon mal mit Schinken-Käse-Füllung vorbereiten und einige davon einfrieren, sodass ich für morgens die einfach nur noch mal kurz auf den Toaster lege und dann eben für die Brotdose in die Schule mitgeben kann. Was ich auch in die Brotdose für die Schule mitgeben kann, sind natürlich jede Menge Riegel. Da greife ich immer mal wieder drauf zurück. Bei diesen hier mache ich es meistens so, dass ich die halb durchschneide, also inklusive Verpackung, halb durchschneide und dann so einen halben Riegel mit in die Schule mitgebe. Die hier habe ich mehr so für mich gekauft. Die sind natürlich, kann man jetzt nicht im Ganzen aufessen, aber so ein Stückchen. Dann die Hey-Riegel habe ich tatsächlich jetzt auch mal probiert und hatte ich auch als quasi Einstand für den neuen Job. Hatte ich so eine Packung mit ganz vielen Hey-Riegeln gekauft und die kamen sehr, sehr gut an. Deshalb habe ich die jetzt auch noch mal gekauft, so für uns alle zum Verzehr.
Dann habe ich beim DM diese Dinger hier gefunden. Da fand ich irgendwie ganz witzig und ansprechend. Kann ich aber euch auch noch nicht sagen. Bio-Haferriegel, Apfel, Himbeeren, Erdbeeren, reich an Ballaststoffen. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir die ganze Packung mit in die Schule geben oder vielleicht das so ein bisschen aufteilen, mal sehen. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall hat mich da die Werbung gecatcht und ich dachte mir, komm, ich nehme die mal mit. Diese hier hatte ich schon ewig lange nicht mehr, aber dadurch, dass ich ja jetzt auch den Karl mit Brotdose morgens für die Schule versorge, habe ich mir gedacht, ich hole die mal wieder. Ich habe die jetzt wirklich schon sehr lange nicht mehr gekauft, weil die eben dauernd einzeln verpackt sind, ist das natürlich nicht so optimal. Aber ja, der Zweck heiligt die Mittel und manchmal muss man auch den Easy-Button drücken und sagen, komm, ich mache es mir jetzt mal selber nicht so schwer. Dann die Laugenpferdchen habe ich vom Seepferdchen habe ich vom DM noch mitgenommen. Die hatte ich auch schon lange nicht mehr. Sowas hier habe ich früher nie gekauft, weil die Kinder damals nicht so gerne herzhafte Sachen mochten. Jetzt mittlerweile denke ich mir aber, wenn ich mal so eine herzhafte Brotdose mache, könnte ich diese Pizzastangen ganz gut da reingeben. Ich habe übrigens auf meinem Blog so eine Übersicht mit verschiedenen Brotdosenoptionen, also herzhafte Brotdosen, süße Brotdosen und so weiter. Wer sich das nochmal anschauen will als Ideenliste, verlinke ich euch gerne in der Infobox unter dem Video. Ja, so Laugenbrezeln oder Dinkelbrezeln hat, glaube ich, auch jeder von euch immer mal mit. Achso, ich wollte noch kurz was zur Müsli-Ecke sagen, weil ich letztens auch gefragt worden bin, was ich denn immer so frühstücke. Also ich frühstücke eigentlich meistens wirklich zu 90% einfach morgens so ein Seitenbacher Müsli unterschiedlichster Art, manchmal Dinkelmischung, manchmal weizenfreie Mischung. Jetzt habe ich mal wieder das gekauft, das reichere ich mir meistens an noch mit Haferflocken. Mittags, wenn ich im Homeoffice bin, mache ich mir ganz gerne hier so ein Porridge-Brei mit Apfelmus dazu und ein paar Nüssen. Das mache ich mir ganz gerne mittags im Homeoffice. Wenn ich dafür keine Zeit habe, mache ich vielleicht auch mal sowas hier. Habe ich mir mitgenommen beim DM. So, weil ich vorhabe, einiges zu backen, habe ich auch noch mal schnell Weizenmehl mitgenommen. Das hier kannte ich auch noch nicht von Lamberts Bio-Dreikorn Zartbitterschokolade. Fand ich, hörte sich ganz gut an. Deshalb wollte ich das unbedingt mal ausprobieren. Ja, weniger gesund sind natürlich hier diese Nestlé-Produkte, aber die Mischung macht's, glaube ich. Also wir mischen immer verschiedenste Cerealien morgens durch. Die Kinder essen auch mal Haferflocken oder auch mal nur so Schokomüsli. Das habe ich hier auch nochmal gekauft. Und ja, ich denke, wenn man das immer mal wieder mischt und den Kindern auch vermittelt, dass nicht zu viel Süßes morgens gut ist oder nicht gut ist, dann haben die das, glaube ich, schon auch verstanden. Aber so ein bisschen Abwechslung muss halt reinkommen. Ja, und weil Einschulungswoche ist, mussten natürlich die ABC-Kekse mit. Ich glaube, die Kinder mögen die selber gar nicht so gerne, aber ich mag die ganz gerne, deshalb habe ich sie mitgenommen. Ein paar Chips noch fürs Wochenende. Ja, und das ist alles. Ich hoffe, ich kann jetzt noch ein bisschen was vorbereiten für die Brotdosen, Snacks und so weiter. Für mehr Links, mehr Infos, Blogbeiträge von mir, klickt hier unter dem Video auf die Infobox unter Mehr. Da findet ihr alles aufgelistet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss!